Hallo zusammen und willkommen zurück zu Gothic 2. Die Nacht des Raben. Hier, unten, unter der Pyramide, auf dem Weg in die Erweiterung. Und da steht auch schon der nächste Wassermagier, Hey, was machst du da? Ich erforsche die Kultur des alten Volkes. Aus den Inschriften geht hervor, dass sie lange vor unserer Zeit lebten. Ich weiß noch nicht genau, wann sie diese Hallen errichtet haben, aber ihre Zivilisation war weit entwickelt. Sie haben jenseits der Berge eine Stadt errichtet und einen Tempel für Adanus. Hast du das gerade gehört? Dieses Beben? Eine verlorene Stadt auf der Insel von Korinnis? Ja, bisher haben wir in dem Glauben gelebt, die ganze Insel zu kennen. Wir sind davon ausgegangen, der komplette Nordosten der Insel wäre ein gewaltiges Bergmassiv. Doch wir haben uns geirrt. Hinter diesen Bergen liegt ein Tal. Dort befand sich die Stadt des alten Volkes. Nur zu gerne würde ich die Bauwerke der Stadt sehen, aber wahrscheinlich sind sie längst zu Staub zerfallen. Also irgendwie habe ich ja das Gefühl, dass er das gerade nicht mitgekriegt hat. Ja, hier, erstmal das hier. Vatras gab mir dieses Amulett des suchenden Irrlichts. Ah, ein seltenes Artefakt. Mit seiner Hilfe kannst du das Irrlicht trainieren. Wusstest du das? Kannst du mir dabei helfen? Gerne. Ich habe mich lange mit dieser Art von Magie beschäftigt. Okay, was kann ich damit jetzt Zeig mir, wie ich mein Irrlicht unterrichte. Wonach soll dein Irrlicht denn suchen? Ah ja, okay, verstehe. Ich kann das Irrlicht nach verschiedenen Gegenständen suchen lassen. Ich glaube, bisher waren es nur Waffen. Nahkampfwaffen. Und jetzt, ja, aber das kostet Lernpunkte. Ganz ehrlich, davon habe ich eh zu wenig. Nee, 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 lass mal. Wie alt schätzt du den Bau hier? Nun, ich kann nichts Genaues sagen, aber er muss schon mehrere hundert Jahre alt sein. Saturas wünscht dich zu sehen. Ist er mit seinen Nachforschungen schon weitergekommen? Dann werde ich sofort zu ihm gehen. Wenn du mehr über diese Anlagen erfahren willst, sprich mit Nefarius. Er befindet sich weiter hinten in diesen Gewölben. Ah, der Name sagt mir auch noch was, Nefarius. Und ich habe gerade Erfahrung gekriegt. Wie viel brauche ich denn noch? Ich brauche noch 930 Erfahrungspunkte für den nächsten Level. Und irgendwie ist hier so still. Keine Musik, nichts. Muss das so sein? Oder habe ich hier irgendwie einen Bug erwischt wieder? Keine Ahnung. Oh, ich brauche mal ein bisschen Mana noch. Bin ich jetzt voll geheilt? Ja, bin voll geheilt. Alles klar. Gut, dann war es das an Mana. Ne, was ich eigentlich will hier ist die Fackel. Und das mit der störenden, mit der fehlenden Musik, das verstört mich gerade echt ein bisschen. Aber ich habe nichts verändert an den Einstellungen. Er hat auf die falschen Leute gehört. Hey, Kronos Ich wäre mir und da nicht so sicher. Merarion, das sind doch Wassermagier schon aus dem ersten Teil. Das ist doch schon lange bekannt. Na, mal schauen, was sie zu sagen haben. Kann ich kurz stören? Du bist es. Dass ich dich noch mal zu Gesicht bekomme, hätte ich nicht gedacht. Ganz schön mutig, dich noch mal bei uns blicken zu lassen. Es gab Zeiten, da hätten wir dir glatt das Fell über die Ohren gezogen. Du kannst froh sein, dass das schon ein paar Wochen her ist und sich alle wieder beruhigen konnten. Was machst du hier? Meine Aufgabe besteht darin, mehr über die Wächter des Tempels herauszufinden. Das ist schon ein harter Brocken im wahrsten Sinne des Wortes. Diese Steinwächter haben eine mir völlig fremde Eigenschaft. In einem Moment stehen sie völlig leblos herum und im nächsten Moment stürmen sie wie besessen auf dich los. Ich habe ihre treibende Kraft noch nicht bestimmen können, aber eins ist sicher, sie ist magischen Ursprungs. Erzähl mir mehr über diese Steinwächter. Viel kann ich dir bisher noch nicht sagen. Wir haben sie leider zerstören müssen. Jetzt sind sie ungefährlich. Als wir hierher kamen, haben sie uns angegriffen. Wir konnten sie nur mit vereinten Kräften besiegen, und ich befürchte, dass hinter dem Portal noch mehr davon auf uns warten.
Es muss einen Weg geben, ihre treibende Kraft zu bannen, sodass sie nichts weiter sind als Statuen. Und das auch bleiben. Kannst du mir ein paar Ausrüstungsgegenstände verkaufen? Warum nicht? Wenn ich mich recht erinnere, haben wir damals schon gehandelt. Yep. Sag mir, was du brauchst. Haben wir. Kronos war derjenige, der unten um das Gitter über dem Erzhaufen rumlief, mit dem ich da handeln konnte. Ja, aber leider hat er nicht so wirklich was dabei. Die Laborwasserflaschen. Ich hab so einiges gehört. Wäre noch was, wenn ich nachher mal endlich anfange selber zu brauen, aber da habe ich erstmal genug von. Bei der Arbeit? Diese Gewölbe sind mir ein einziges Rätsel. Unvorstellbar, dass sie bisher noch niemandem aufgefallen sind. Wir konnten den Eingang mühelos freilegen. Die Menschen sind so sehr mit ihrem täglichen Einerlei beschäftigt, dass sich niemand dieses Bauwerk näher angesehen hat. Ich habe keine andere Erklärung dafür. Was ist deine Aufgabe hier? Ich versuche herauszufinden, wohin uns dieses runde Portal führt. Außerdem helfe ich Nefarius bei der Suche nach dem fehlenden Ornament. Sicher ist, dass das Portal zu einem Teil der Insel führt, den wir noch nicht kennen. Ich kann mich auch nicht daran erinnern, jemals davon gehört oder gelesen zu haben. Was? Wie komme ich am schnellsten zurück in die Stadt? Du gehst am besten den gleichen Weg zurück, den du gekommen bist. Ja. Du könntest aber auch... Nein, das wäre zu gefährlich. Spuck's aus. Naja, die Erbauer dieser Hallen hatten ihre eigene Art zu reisen. Soweit wir das beurteilen können, konnten sie sich teleportieren. Das ist doch nichts Besonderes. Die Teleportersteine, die wir in Corinis gefunden haben, schon. Es scheint so, als würde der Teleporterstein hier in diesen Hallen zur Hafenstadt führen. Jedoch hat noch keiner von uns den Mut aufgebracht, ihn zu benutzen. Wo ist dieser Teleporterstein? Im Beckenraum gibt es eine Tür. Dahinter habe ich ihn eingeschlossen. Gib mir den Schlüssel. Ich will mir das Ding mal ansehen. Wirklich? Aber ich übernehme dafür keinerlei Verantwortung. Kein Problem. Gib schon her. Das mache ich. Wenn du meinst, hier hast du ihn. Wo sind die anderen Teleportersteine? Wir haben bisher nur einen weiteren, etwa im Zentrum von Corinis gefunden. In der Nähe der Taverne zur Toten Harpie. Das klingt doch gut. Warte mal. Das sind diese Teleportsteine, die ich, glaube ich, schon mal angesprochen habe. Keine Ahnung. Aber jetzt erstmal hier, Portal. Ihr wollt tatsächlich durch das Portal gehen? Sicher. Vorausgesetzt, dass wir das fehlende Ornament finden, versteht sich. Ich gebe zu, es ist schon eine etwas riskante Angelegenheit. Aber wir müssen unbedingt herausfinden, was es mit diesen ständigen Erdbeben auf sich hat. Ah, endlich spricht das mal jemand an. Finde ich gut. Was glaubst du, werdet ihr drüben finden? Ich bin mir da noch nicht sicher. Ich vermute, dass es auf der anderen Seite ein ähnliches Bauwerk wie dieses gibt und ein Gegenstück zu diesem Portal. Alles Weitere werden wir sehen, wenn wir da sind. Kannst du mir etwas über die Magie beibringen? Wenn wir erstmal drüben sind, stehe ich dir zur Verfügung. Was weißt du über die Erdbeben? Irgendetwas auf der anderen Seite löst sie aus. Vermutlich ist diese Quelle auch verantwortlich für das Erwachen der Steinwächter. Aber das ist nicht meine Aufgabe. Saturas und Kronos können dir sicher mehr darüber erzählen. Der sagt jetzt Saturas. Andere... Da ist nichts zu. Andere nennen ihn Saturas. Ist das ein langes A oder ein langes U? Keine Ahnung. Hey, Myxir. Kenn ich den? Ich glaube, den kenne ich noch nicht. Alles klar? Ganz schön mutig von dir, hier einfach so rein zu spazieren. Was machst du hier? Ich studiere die Sprache der Erbauer. Die Sprache ist der Schlüssel zum Verständnis des alten Volkes. Jeder von uns muss sie erlernen. Sonst wäre diese Expedition beendet, bevor sie überhaupt angefangen hat. Die Erbauer haben Steintafeln benutzt, um ihr Wissen weiterzugeben. Leider sind viele davon zerbrochen oder wurden schon vor langer Zeit gestohlen. Was steht denn so auf diesen Steintafeln? Sie erhalten das gesammelte Wissen des alten Volkes.
Manche von ihnen erhöhen auf magische Weise das Wissen über Kampf und Magie. Für jemanden, der die Tafeln lesen kann, sind sie ein wahrer Schatz. Kannst du mir das Lesen der fremden Sprache beibringen? Tja, warum eigentlich nicht? Ich gebe gerne mein Wissen an dich weiter. Ja, sehr. Lehre mich die fremde Sprache. Sehr gute Frage. Fangen wir erst einmal einfach an. Ja. Ich kann dich zu Anfang die Sprache der Bauern lehren. Texte, die in der Sprache der Bauern geschrieben sind, handeln in der Regel von weltlichen Belangen wie Arbeit, Liebe oder die Beschaffung von Lebensmitteln. Es war die gemeine Sprache der Stadt. Die meisten Texte, die man hier findet, wirst du damit verstehen können. 5 Lernpunkte. Mhm. Das ist sehr interessant. Das werde ich auch noch später benutzen und brauchen. Um zum Beispiel hier Zweihandkampf, Einhandkampf, Magie, Lebensenergie und so. Bei Lebensenergie könnte ich ja eigentlich jetzt schon, ne? Und Bogenschütze, ja, aber Magie zum Beispiel und die Kampfdinger, die würde ich mal gerne aufheben für dann, wenn die Steigerungen richtig teuer sind. Genau wie mit den Pilzen ja auch fürs Mana. Von daher würde ich mir die 5 Lernpunkte jetzt erstmal sparen und in sinnvolle Dinge investieren und dann später so vielleicht mit Level, keine Ahnung, 25, dann das Ganze in Angriff nehmen. Wie sieht's aus? Was machst du denn hier? Das ist ja eine Überraschung. Ich dachte, man hätte dich getötet. Beinahe. Es gab einen riesen Wirbel um dich, weißt du das? Ich habe Saturas kaum wiedererkannt. So außer sich war er wegen der Sache damals. Was ist das für ein Portal? Wir vermuten, dass es in das verlorene Tal führt, in dem die alte Kultur ihre Stadt gehabt haben muss. Aber der Stein hinter dem Portal besteht aus meterdickem, massiven Fels. Auch gibt es keine Anzeichen für Teleportationsmagie. Sehr mysteriös. Weißt du schon, wie man es aktiviert? Eins der fehlenden Ornamente scheint eine Art magischer Schlüssel zu sein. Wir werden es brauchen, um weiterzukommen. Es muss genau in die ringförmige Vertiefung neben dem Portal passen. Tja, so ein Zufall, dass ich einen Teil dabei habe. Ich habe einen Teil des Ornaments mitgebracht. Ja? Ja, das ist großartig. Hast du eine Ahnung, wo die anderen Teile sind? Den alten Inschriften nach wurde es in 4 Teile zerbrochen. Und es sieht so aus, als könnten sich die Teile immer noch auf der Insel befinden. Ich habe mit Merdarions Hilfe einige der Inschriften übersetzt. Dort finden sich Hinweise darauf, wo die verbliebenen Stücke sind. Hier, auf dieser Karte habe ich einige Stellen markiert. Sieh dich dort um. Du solltest auf alte Bauwerke achten. Vielleicht sind sie schon etwas verfallen und nicht mehr klar erkennbar. Es könnte alles Mögliche sein. Ein großer Findling, ein Steinkreis, ein Mausoleum oder ähnliches. Aber was rede ich? Du wirst es schon finden. Viel Erfolg. Ja. Vielen Dank für den Erfolg, den du mir wünschst. Jetzt gucke ich aber erstmal auf die Karte. Boah, da muss ich ja wieder komplett, mal komplett durch die Länder ziehen. Einmal unten bei Lobartshof, einmal bei dem großen Seekopfshof oder so, keine Ahnung, bei den Söldnern. Und dann irgendwo mitten im, da war ich ja noch gar nicht in der Ecke, oder? Ah, aber da ist es der Steinkreis, in dem ich mal aus Versehen war. Das könnte sein. Schauen wir mal. Aus welchem Grund wurde das Ornament zerbrochen? Wer auch immer das getan hat, wollte verhindern, dass das Portal jemals wieder geöffnet wird. Je länger ich auf die Inschriften starre, desto mehr erkenne ich, dass die Priester der alten Kultur wahrlich keine Dummköpfe waren. Es gab einen guten Grund, dass sie die Region dahinter unzugänglich gemacht haben. Wir wissen nicht, was uns dort erwarten wird, aber sicherlich ist es nichts Gutes. Und ihr meint, es wäre jetzt eine gute Idee, darüber zu gehen und nachzuschauen. Typisch Wassermagier. Wegen der fehlenden Ornamente. Ja? Wie viele waren es nochmal? Ja, 4. Okay, das müssen wir uns nicht anhören. Das wissen wir alles. Ja. Hey, du. Ja, das. Hier kann ich nur die Sprache lernen. Ich würde gerne jetzt mal diesen Teleporter ausprobieren. Mal schauen, ob ich den zum Laufen kriegen kann. Kronos hatte ich schon. Wo ist denn diese Tür? Er meinte doch, er hat irgendwo eine Tür verschlossen.
Ah, hier ist eine Tür. Das ist ja... Hui, eine sehr dicke Tür. Okay. Eine Truhe! Links, rechts, rechts. Nochmal rechts? Nee. Links, rechts, rechts, links. Links, rechts, rechts, links, rechts, rechts, rechts. Nein. Rechts, rechts, links, rechts, rechts, links. Hm. Naja, klar. Okay. Ja, das hat sich vielleicht gelohnt. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Oh, dahinter geht's weiter. Hm, da ist ein Gitter. Ah, ich glaube, da war ich vorher schon. In einer der letzten Folgen. Kann das sein? Ich weiß es nicht. Was passiert? Uah, was ist da hinter mir? Orks. Na ja, klar. Na, klasse. Orks. Was haben wir hier? Oh, Tränke und Spruchrollen, okay. Das würde sich ja sogar lohnen, da mal reinzugehen. Wo bin ich denn jetzt bitte hier gelandet? Ach was, hier bei der Stadt. Das ist ja gut. Das ist ja super. Hey, großartig. Da wollte ich doch hin. Also, so fast. Quasi ein bisschen. Ich will ja zu Lobards Hof. Wobei, ich befürchte, dass ich zu dem Steinkreis muss, wo dann die Suchenden sind, die verhindern, dass ich das Ornamentstück mitnehme. So, jetzt aber, wenn der Ork weg ist, erstmal das Zeug hier einsammeln. Das sieht ja großartig aus. Diese ganzen Spruchrollen und Tränke. Was habe ich denn jetzt hier alles gefunden? Ich habe einen Lederbeutel gefunden. Dann gucke ich mir den zuerst mal an. Ach, ich dachte gerade, der Ork kommt. Ich will den mal so ein bisschen im Blick behalten. Ein Lederbeutel mit 50 Münzen. Naja, warum nicht? Kann man machen. Genau, magische Dinge habe ich gefunden. Scavenger, Lurker, Riesenratte, Feldräuber, Heiliger Pfeil hatte ich nur einmal. Habe ich nach wie vor nur einmal. Eispfeil, Wundenheilen, Feuerpfeil vergessen. Boah, nichts wirklich Neues. Ist jetzt nicht so viel Neues dabei. Mit M kriege ich sogar direkt die letzte Karte, die ich ausgewählt hatte. Sehr gut. Nun denn. Ich dachte eigentlich, ich könnte relativ schnell, relativ zügig in die Erweiterung reingehen. Das hat sich jetzt wohl als Irrtum herausgestellt. Ich muss hier zuerst diese Dinge finden. Wenn ich dann jetzt eh schon mal hier bin... Hey du! Ich könnte dich jetzt zu den Suchenden locken und in dein Verderben stürzen. Aber nee, das lasse ich jetzt mal lieber. Nein! Ach, da ist ja noch so einer. Ich wollte jetzt gerade sagen, ich gehe in die andere Richtung und gehe mal zu dem Leuchtturm, damit der alte Jack wieder in seinen Leuchtturm kann. Weil ich ja eh da hoch muss. Da ist ja eins von den Ornamenten. Mal gucken, ob ich an dem jetzt vorbeikomme. Naja, das klappt doch ganz gut. Hey! Die hätte ich übersehen. Beinahe hätte ich die übersehen. Ja, also wie gesagt, ich dachte eigentlich, ich komme relativ schnell in die Erweiterung rein. Das dauert jetzt wohl doch ein bisschen länger. Und ehrlich gesagt, bin ich mir gerade nicht so sicher, ob es vielleicht deutlich einfacher gewesen wäre, wenn ich das vor dem Bienental gemacht hätte. Denn dann wären jetzt ja nicht diese dämlichen Suchenden überall. Jetzt muss ich halt gucken. Uiuiui, ein Keiler. Wie stark sind Keiler noch gleich? Ach, Keiler sind so stark wie Wölfe, ne? Das kriege ich hin. Mit einem Keiler komme ich zurecht. Komm her. Ja, ja. Und da drüben sind ein paar Scavenger. Hey, sehr gut. Was haben wir hier noch so? Keine Ahnung. Hier war ich noch nie. Ein neues Gebiet. Gut. Das war ein schöner Anfang für dieses Gebiet, aber ich befürchte, es wird hier nicht so einfach bleiben. Da vorne sind Banditen. Jetzt bist du dran. Ah, ja, ja, genau. Gut, das hat ja super geklappt. So, ich gehe mal in Deckung. Bin ich hier in Deckung? Hier dürfte ich so in Deckung sein. Joa, und dann gehe ich hier erstmal auf Nummer sicher, dass der gesamte Fortschritt bisher nicht umsonst war.
Und dann sind aber auch schon wieder die 20 Minuten um. Das heißt, ich werde jetzt einmal hier meinen Mana verballern. Ja, komm ruhig her. Ja, komm halt mal her. Ja, Leute, wenn ihr nicht herkommt, dann können wir nicht kämpfen. Das muss euch doch klar sein. Ich kann so nicht arbeiten. Nun denn, ich brauche 45 Mana. Und das werde ich jetzt mal auffüllen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, wenn ich hier mich um diese Banditen kümmern werde. Ich kann es ja mal im Nahkampf versuchen. Bin ich mir gerade nicht sicher, ob das was wird, ob das klappt oder nicht. Keine Ahnung. Ich werde es in der nächsten Folge ausprobieren. Ich hoffe, ihr seid dann auch wieder dabei. Und danach werde ich hier den Wald weiter durchsuchen. Nach dem fehlenden Armamentstück. Ja, genau. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.